Wer sich gerne Butter aufs Brot streicht, dem ist das vielleicht schon aufgefallen. Butter ist in den letzten Monaten deutlich teurer geworden. Geschmolzen teuer. Laut Statistik Austria war der Butterpreis seit Beginn des Jahrtausends noch nie so hoch wie jetzt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Butter ist empfindlich teurer geworden. Ein Viertel Kilo kostet inzwischen deutlich über 2 Euro. Im Schnitt ist der Preis für Butter im Vergleich zum Vorjahr um 32% gestiegen. Bei manchen Buttersorten ist der Preisanstieg noch viel größer. Einer der Gründe, es gibt weniger Butter am Markt und die Nachfrage ist besonders groß. Es gab zum einen nach der nächsten Milchkrise deutlich weniger Milch EU-weit. Und auf der anderen Seite ist der Verbrauch von Butter, vor allem aber von Käse, gewachsen. Und das hat dazu geführt, dass derzeit die Lager eigentlich ziemlich leer sind, vor allem bei Butterfett. Dass Butter in den nächsten Monaten knapp wird und die Regale leer bleiben, ist laut der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter nicht zu befürchten. Aber die Preise werden wohl noch weiter steigen.